Au! Was? Ist wieder soweit. Ja. Winter's coming. Ja, kann man sagen. Hallo Colin. Hallo? Hallo? Warte. Geht nicht. Ah, ist kaputt. Rückgabe, ein Stern. Ah, sehr gut. Oh, ja, herzlich willkommen. Wir sind bei Hades wieder und fühlen uns auch ein bisschen im Hades. Neue Regeln erfordern neue Vorsicht, deswegen haben wir wieder eine wunderschöne Trennscheibe. Und sind jetzt aber am Start. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben zwei Folgen gehabt und zwischen der Aufzeichnung und dem jetzigen Zeitpunkt liegt sehr, sehr viel Zeit. Da sage ich jetzt mal besser nichts dazu. Ja, ich erinnere mich noch an die Diskussion, die zwei Folgen müssen unbedingt noch aufgenommen werden. Ganz, ganz dringend. Ich habe noch gesagt, müssen die wirklich heute noch aufgenommen werden? Hat ein gewisser Herr Gäbel gesagt, die müssen heute aufgenommen werden. Dann lagen sie 6 Monate in einer Eiskammer. Na. Und jetzt haben wir wirklich alles vergessen. Ich weiß nicht mal mehr, wer was ist. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade dran bin. Ach, weil ich habe mir die letzten Minuten natürlich treusorgender vorbereitender Moderator, den ich bin, angeschaut und weiß, dass ich... Du hast den Boss gelegt. Ich habe einen Boss gelegt, die Mac, die erste Bossin. Die haben wir jetzt insgesamt zum dritten Mal gelegt, wohl schon. Ich zitiere unser eigenes Gesprächsprotokoll aus der zweiten Folge. Und wir haben aber ein technisches Problem gehabt in der Zwischenzeit. Denn, ich sag mal so, wir mussten einen neuen Spielstand beginnen. Ja. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht mit der geilen Lanze unterwegs. Vielen Dank an Martin. Vielen Dank an Martin, der das hingekriegt hat. Wir sind aber wohl am selben Zeitpunkt, haben vergleichbare Sachen bisher schon irgendwie uns bekommen, aber sind jetzt mit dem Schwert am Start. Ja, das Problem war, wir haben es im Game Pass gespielt und mittlerweile ist das Spiel aus dem Game Pass rausgeflogen und damit natürlich auch unser Safe Game. Aber Martin wäre ja nicht Martin, wenn er sich nicht hier privat hingesetzt hätte und diesen unglaublichen Fortschritt, den wir ja schon erspielt haben, nochmal erspielt hat. Ja, und das ist wunderbar, deswegen würde ich sagen... Mal, hatte ich sogar mit 264 Gold, so viel hattest du doch in deinem Leben noch nicht in diesem Spiel. Nee, so viel hatten wir nicht, aber das hatten wir hier schon gekauft, deswegen danke Martin, aber auch, wenn du genau, also das haben wir alle schon mal gekauft, ne? Also gut, machen wir das natürlich jetzt nochmal. Ich weiß auch nicht mehr, was es ist, also klar, wir brauchten auf jeden Fall Leben. Nein, aber dann, nein, Spaß beiseite. Mir wird ja immer unterstellt, dass wenn ich mal so eine, auch bei Löffelmesser gäbe, wenn ich mal mit der Johanna mal, während die Kamera läuft, ein ernstes Wort rede, dass das ganz gemein wäre und ich das ja wirklich ernst meine. Aber es fehlen 5 Gold, um beides zu kaufen. Was? Achso, genau, das hätte ich fast gedrückt. Wollen wir denn hier... Oh, das ist aber auch gut, ne? Er macht das plus 91, ja. Oder? Ja. Ich bin nämlich nicht ganz lieber Kerl und es ist auch viel Humor hier, ne? Martin, der versteht das auch. Und auch Johanna. Jetzt kommt nämlich die fiese zweite Stage und die finde ich, die habe ich noch nie geschafft. Okay, damit, oh Gott, dann habe ich ja jetzt schon richtig Bock drauf. Ja, weil die ist halt deutlich schwerer, weil da durch diese Flammen und das Feuer, und da kann man sich sehr selbst schaden. Und, oder habe ich sogar mal geschafft? Ich erinnere mich nur dran, dass wir hier letztes Mal auch schon ein paar Mal gescheitert sind. Ja, nochmal vielen Dank auch für eure Kommentare. Wir können sie nicht immer so zeitnah lesen und auch nicht alle. Also ich für mich versuche, letztes Wort dazu, bevor wir weiterspielen, oder wir können schon mal reingehen, ein Mix aus, natürlich mal reingucken und auch mal ein paar Tipps holen, wie zum Beispiel... Das, finde ich, sollten wir uns zu Herzen nehmen. Lest oder lasst die Dialoge komplett laufen, weil die sind gut vertont und die Story sei hier sehr wichtig. Wir haben es letztes Mal sehr weggeklickt. Und dass irgendwie Athenes Dash oder sowas ein super Ding wäre für einen Anfang. Aber man kann nicht alles lesen. Ihr liebt das Spiel, das ist super. Und wir haben auch richtig Spaß, aber wir wollen ja auch ein bisschen unser eigenes Spiel erleben. Ja, man muss dazu sagen, das ist halt ähnlich wie bei Dead Cells. Es gibt natürlich 1 Million Builds und Möglichkeiten und Varianten. Und da gibt es sicherlich effektivere als die, die wir dann auswählen. Aber wir müssen das ja auch ein Stück weit selber rausfinden. Also klar, ein guter Tipp ist immer willkommen. Aber für alle, die Hades schon kennen und 10-mal durchgespielt haben, habt ein bisschen Nachsicht, wenn wir hier nicht immer die effektivsten Builds spielen. Ja, das hast du schön gesagt. Aber ja, das mit den Dialogen stimmt natürlich. Bei mir ist es halt so, irgendwann nervt's. Auch wenn es gut vertont ist und interessant ist, aber irgendwann ist es halt, weil man auch ständig... Also es ist auch schon viel Texte hier. Wenn man will, kann man da schon auch viel lesen. Ja. Und ich bin ja immer so ein Freund, gerade bei so Actionspielen, bin ich ja froh, wenn nicht so viel gelabert wird. Auch wenn's schönes Gelaber ist. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen gucken. Einfach mal schauen. Aber ich finde es legitim. Ich finde es irgendwie, weil die Story ist ja wohl ein ganz unwichtiger Punkt, aber sehr gut ist auch, dass die sterben können, in der Welt, in der sie groß geworden sind. Ich habe auch gehört, dass diese Geschichte mit dem
hier mit dem Kristall werfen, ne? Ja. Wohl auch, wie wir schon antizipiert hatten eigentlich, wir sehr schnell unterschätzen würden. Guck mal, der ist ja geil da hinten rein in die Lava und war direkt weg. Ja, das war ja das, was ich vermutet habe. Ich habe das ja privat auch, diesen Wurfkristall, nie benutzt, aber schon vermutet, dass der nicht ganz... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ich weiß nicht. Oh, da hat... Oh, Leckofant! Der hat ja irgendwie der eine Gegner hier, ne? Der eben noch in der Brühe steckte. Nee, das ist ein neuer, glaube ich. Ja, oh, Fickelbär! Ist fast tot. Ja, ich weiß. Ich mach's auch nicht gut gerade. Ich bin aber echt noch nicht drin. Raus da, raus da. Aha. Ja. Okay. Ja, dass dieser Wurfkristall, dass der natürlich schon irgendwann eine gewisse Relevanz bekommen kann, das habe ich mir schon gedacht. Na, das war dumm. So, pass auf. Aber ja, wie gesagt, man kann nicht alle Mechaniken schon kennen. Aber das ist natürlich schon viel zu viel Energie verloren für die erste Welt. Gar nicht gut. Aber ich krieg... Und wir haben ein paar von diesen Sachen liegen lassen. Wir haben die Sachen einfach liegen lassen. Wir haben Sachen gekauft oder Belohnung bekommen, wir haben sie einfach liegen lassen. Ohne sie aufzusammeln. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich leider sehr sicher. So, was machen wir denn jetzt? Dein Beispiel hier siehst du jetzt, Verknallschuss, ne? Ja. Dein Wurf streut und macht Gegner schwach. Ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, ja, warum nicht? Können wir ja mal ausprobieren. Status machen wir, ne? Okay, machen wir mal den Verknallschuss. So, den müssen wir jetzt natürlich nicht ansammeln. 29 von 100. Noch was zu öffnen. Und ab und zu hätten wir wohl auch mal nicht genau genug geguckt, dass es wohl noch andere Türen gegeben habe. Ah! Oder verlieren vier, weil man den Dash falsch einsetzt. All das. Und noch viel mehr seht ihr jetzt in Folge 3 von Hades. Du bist auch noch nicht so ganz fit, ne? Ich bin leider immer noch im Schleimmodus. Oh, was ist das denn schon wieder? Ist hier ein Boss? Oder du musst ihn runterfallen lassen. Macht der dann noch was anderes mehr, ne? Doch, kommt wieder. Ach. Aber es ist der geile Teil der Erkältung. Es welcher? Der, wo alles sich löst? Ja, wo alles rauskommt und man so richtig merkt, so, ah, oh, geil, da kommt richtig was rein jetzt. Das macht immer ganz, finde ich, Spaß. Der Anfangsmodus, wo alles hart ist und wehtut und so, das ist ja der nicht so schöne Part. Aber dann, wenn man merkt, jetzt fließt alles ab, jetzt geht alles raus aus dem Körper. Das ist eigentlich immer ganz geil. Aber da kann man auch tierisch auf. Das ist doch da, wo dieses sehr, wenn es sehr flüssig wird, so nasal. Mhm. Weißt du? Es gibt ja die, wo man oben ein bisschen drücken und manchmal, wo mehr von alleine rausgeht, als man sich wünscht, genau, oder? Ich finde, das ist aber auch immer der Zeitpunkt, da kann man unglaublich auf den Sack gehen. Weil dann so unverhofft kommt da wieder so eine Strömungsauswurf und du denkst so, auch nicht. Wenn du hustest und du hast plötzlich auch ein bisschen Rotze mit rausgeschossen, dann denkst dir so ein bisschen, ach guck. Oh. Totgerotzt. Ja. Ah, wir hatten ja noch den... Der lebt noch! Ja, ja, der Schild. Ach, Arschgesicht! Nein! Oh, hab ich's nicht auf den Schatten gearbeitet. Wir haben ja lange überlegt, gibt's ein Genre, in dem auch Colin richtig gut ist? Und dann haben wir aber gesagt, Text-Adventures machen ja hier auch keinen Sinn auf dem Sender, also... Oh, ich freue mich doch gleich, wenn du gleich erstmal an Mac vorbeikommst in dem nächsten. Das ist ja der erste, also, ne? Ja, gut, also... Ja, ich geb's aber zu, ich bin auch einfach noch nicht... Ja, man muss dazu sagen, du hast ja auch mit dem Schwert noch nicht so viel Erfahrung. Das ist ja hier alles ein erstes Mal. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es deutlich schwerer ist und wir jetzt vor allem... Es ist einfach, die zweite Stage ist wirklich hart und ich glaube, es ist aber auch absichtlich so. Man muss halt, es ist ja ein Rogue-Lite, glaube ich. Das heißt, es geht ja auch darum, um zu sterben und dann wieder immer ein bisschen stärker zu werden und so weiter und so fort. Also man kennt es ja von Dead Cells. Ja, das wollen wir nicht. Oder wollen wir das? Ist deine Herz nach einem Scharmützel gering, wird sie bis zu einem Schwellenwert? Könnte vielleicht nicht schlecht sein, in Anbetracht dessen, dass du nur noch sehr wenig hast. Ja. Und was sagen wir denn hier? Das ist aber, kriege ich da jetzt, was ist denn der Unterschied zwischen... Achso. Achso, nur nach einem Scharmützel. Und hier ist es allgemein bei 40% oder weniger. Kann das sein, dass das gemeint ist? Ja, aber 10% mehr Schadensresistenz bei unter 40%. Du bist schon längst unter, also zwei Treffer und du bist tot. Also. Das ist korrekt, aber ich meine, wenn mir das nur was bringt, wenn das in einem Scharmützel passiert. Aber ist Scharmützel nicht jede Kammer? Ich weiß nicht, da unten steht halt Scharmützel der gefährlichen Art. In diesen Kammern der Unterwelt musst du deine Gegner töten, um weiterzukommen. Sowas hatten wir ja schon mal. Ich meine, gut, abgesehen davon, dass ich ja eh nur weiterkomme. Ah, okay, also, das sind diese. Ich weiß es nicht, ob das eine Differenzierung ist. Dafür habe ich zu wenig Erfahrung. Du brauchst auf jeden Fall was Leben erfüllt, glaube ich. Das
das, dann verzichten wir jetzt auch mal drauf. Ja, ich nehme mal das hier. Soll ich das jetzt nehmen hier? Ja. Okay. Wahrscheinlich war das nicht dumm. 9 hast du nur noch. Eieiei, das ist ein Treffer. So, mal kurz die Gabeninfo. Was, vielleicht steht noch irgendwas an. Ja. Ja gut, egal. Es hilft nichts, weil das Lesen wird das Unausweichliche nur noch ein wenig hinauszögern, aber... Das 3 Wege sogar. Okay, das... Oh, da ist ein Boss. Das kannst du direkt... Das ist, glaube ich, überall Boss. Das ist auch Boss. Oh, es ist überall Boss? Naja, gut. Okay. Ich habe schon wieder vergessen. Da gibt's Geld und Kohle, echtes, ne? Shop. Das wäre nicht schlecht, da kannst du wahrscheinlich Energie kaufen, wenn du es schaffst. Dann machen wir das. Aber vielleicht bin ich ja jetzt... Ja, guck mal, ich habe ein bisschen Puma... Schwierig. Pipi im Tank. So, ist ein Specter, der Shop. Kaufen. Guck mal, erstmal die Fritten in der Mitte. Ja, die kosten auch nur ein Fuffi. Alter, verweilt. Es gibt nur 40. Okay, das ist super, aber wir kaufen, glaube ich, mal alles, ne? Weil du kannst nicht alles kaufen. Ich habe doch 261. Ja, ja, okay, hast recht. Rechnerisch wieder so richtig an der Knappkimmer. Was ist denn das? Weißt du das? Nee. Das ist ein Liebespfeil. Und was ist das? Das gibt mir 25 plus. Sollte ich eigentlich kaufen, oder? Ich weiß es halt nicht, was das. Wie kann ich. Es ist halt der Klassiker, Offensive gegen Defensive. Ja, aber kann man nicht genauer wissen, was es ist, bevor man kauft? Nee. War das nochmal? Kann man nicht. Ist wirklich. Ey, sorry, ich gehe auf Defensive, ich muss. Hilft doch nichts. Das ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Ja. Ja, ja. Charon, I'm an Asphodel now, aren't I? I'd always heard this was some flower-covered meadow type place, not such a terrifying hellscape. Immer gut mit dem zu quatschen. Ja. Aber jetzt halt einfach gezielt auf den Punkt. So, jetzt. Dann fahren wir doch mal. Ja, so Lava ist halt nochmal, wenn du das. So ein Boden, wo du im schlimmsten Fall zu spät merkst, dass du tödlich stehst. Was? Oh, wow. Ja, die Todesinsel. Ah, das ist doch jetzt seine. Benutzt diese Explosionsvasen, aber benutze sie klug. Da geht schon los. Weg da, ja. Oh. Ah! Ei, ei, ei. Ja, das war mittelmäßig klug, aber war nicht ganz schlecht. Das stimmt. Schön, Colin. Das war gar nicht so schlecht, ne? Also ich hab mir die ganze Zeit so. Du musst halt immer in Bewegung bleiben bei diesen, weil die werfen halt die ganze Zeit diese Explosionsdinger. Ja, was werfen die denn eigentlich, die kleinen Knollenmännchen? Keine. Ah! Gut reingerannt, ja. Super. Ja, da muss er wirklich auch. Ach, diese blöden. Und wenn er dann noch sein. Alter. Ja, du kannst ja halt nicht, wenn du gerade mit der Attacke bist und er dann dir die kleinen Dinger in die Fresse wirft, da kommst du halt nicht mehr weg. So, aber das war eigentlich klar, denn es soll ja darum gehen. Ah, nee, ich glaube, du brauchst. Oder bist du einmal hier mit dem. Ja, ich bin ja der Kranke. Ja, man weiß ja nicht, ne? Ey, ja, unbefriedigend so. Welcome back. It's usually pretty quiet keeping watch over the pool of sticks out there. It sure is pretty lately if I. Somebody else came through just earlier. You should have seen the look on my face when it wasn't you. Mhm, okay. Haben wir ein Geschenk? Nee, haben wir gar nicht, ne? Mal gucken, was Papa sagt hier. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how was your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Ich glaube, er hat recht. Kennt uns. Some sort of special offer for me, my good shade. So, was haben wir denn da unten? 6 Schlüssel. Das könnten. Huch. Also wir kriegen jetzt eine neuere. Was kriegen wir jetzt? Ja, das sind Sachen, die dann in den Dungeons. Die bauen die da quasi rein. Ja. Ja gut, das ist nach dem Boss, das hatten wir schon mal freigeschaltet, da kannst du dann die Andenken tauschen zwischen den Bossen. Meisten, also jetzt sparen wir noch. Ist wahrscheinlich sinnvoll irgendwann. Mhm. Wenn du dann wirklich pro Welt
gewisse Builds spielst. Aber in unserem Fall jetzt macht es, glaube ich, noch keinen. Und hier hätten wir eine infernale Truhe. Und die sind... Naja, das sind diese Überlebenstruhen. Ist halt auch immer das Gleiche, ne? Also hast du dann einen Gegner, aber wenn sie überlebst, gibt es halt eine Belohnung mehr. Also ja, Potenzial stärker werden. Also 14 haben wir. Nee, Verschönerung wollen wir ja erstmal. Das ist doch... Nee. Also ist wahrscheinlich für die Story irgendwann wichtig, ne? Vielleicht? Oder so, dass dann irgendwas getriggert wird, oder... Ja. Was war das? Ästhetische Objekte. Ne, wenn ich so irgendwo... Also so mit... Das bin ich immer das Letzte, wo ich in Spielen auch nur einen Cent für aus... Also weder Ingame noch sonst sowieso nicht, aber irgendwas, was Cosmetics sind. Ja, das ist halt für Endgame, dass du da noch ein bisschen... Naja. Eine kleine Motivation hast. So. You've returned. Achilles, ne? Good to see you, lad. Despite the circumstances, remember your training out there. And fear is for the weak. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, mit denen da groß zu labern, oder ob das einfach wirklich nur so... Was war denn der Leuchtpunkt da oben? Das war da auch noch ein... Ach, guck mal, das haben wir auch noch nicht. Hat Martin noch nicht freigeschaltet, die Bar. Die hatten wir, glaube ich, auch schon freigeschaltet, ja. Ne? Ja. What once was a small lamp. Cerberus destroyed. Und oben war auch noch so ein Leuchtding, ne? Und die hier? Wo schaltet man die Bar frei? Oder kamen den ab einem gewissen... Ich weiß, schade, ja, das... Ja, weil vom Dungeon her sind wir ja... Ich glaube, haben wir das frei gekauft? Ist das nicht irgendwie durch irgendwas getriggert worden oder so? Despair, oder durch 10-mal sterben oder so? The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Are we Danke, understood? Martin. Also nur fürs Protokoll. Yes. Martin hat natürlich den zweiten Run. Ja, gut, dann werden wir halt noch ein bisschen sterben. Ja. Das ist Mac übrigens. Martin ist auch ein verdammt guter. Der ist echt guter Zocker, ne? Guter Zocker. Macht dann schon ein bisschen sauer auch. Also wenn man ihn schon nicht auf dem Spielfeld besiegen kann, ist die Frage, wie man ihm so das Leben irgendwie noch ein bisschen schwerer machen kann. Wenigstens hat er nicht so Muskeln wie wir. Ja, scheiße, der ist stark. Sieht verdammt gut aus, ist ein guter Zocker. Aber hat ein wir sehr, können eigentlich nur mit Lebenserfahrung sehr und Fiesheit, kleines Gehirn. Oder? Ganz kleines Gehirn hat er. Ja? Ja, so. Also wirklich. Echt? Ja. Er läuft manchmal einfach gegen Türen. Was? Das wäre mir unangenehm. Ist wirklich so. Aber gut, ja, mein Gott. Und singen kann der auch nicht so wie wir beide. Okay. Ja, okay. Das, dann okay. Da baust, da hast du recht. Da willst du auch nicht drauf verzichten. Das ist schon eher unangenehm, ne? Wer hat den denn eingestellt eigentlich? Ja, jemand mit einem noch kleineren Gehirn. Wahnsinn. So, hier ist der Spiegel. Hier können wir unsere Skills eingeben. Hier meine ich, hätten wir nämlich auch schon. Wir haben 80 Tränen. Hier kannst du schon mal. Show me something new. Ja, das ist natürlich dann nachvollziehbar. Martin war sehr schnell, aber es ist deswegen konnte er nicht so viele, konnte nicht so häufig sterben und trotzdem ein paar Belohnungen mitnehmen. Sagen wir mal so. Das müssen wir jetzt, werden wir jetzt halt nachholen. Also das heißt, wir werden jetzt auch sehr viel taktisch sterben, ne, um einfach ein bisschen Loot mitzunehmen. Das hier finde ich gut. Den man halt behält. Ja, mach mal. Das kann nur von Vorteil sein. Pro Rang. 3 Herzen, das ist natürlich nicht viel. Naja, gut. Was waren es jetzt insgesamt? 3? Ja. Also, das ist so diesen kleinen. Ich glaube, hier geht es ja manchmal um Messers Schneide, so, ne? Also. Ja, es ist halt. Es ist wie ein Roguelite. Prozent. Ja. Immer hier ein kleines bisschen, da ein bisschen. Jetzt ist die Frage. Oh, ich möchte so gerne diesen geilen. Den Speer nochmal. Der hat mir Freude gebracht. Ach, wo ist du denn hast der Typ hier? Der kommt vielleicht erst, wenn wir eine Waffe freischalten. Würde ich jetzt mal tippen. Rechts zum Beispiel den Bogen. Ja, oder sparen auf den Speer. Mhm. Ja, das ist... Oh, aber es ist natürlich ehrlich, es ist ja nichts da. Ey. Ja gut, dann werden wir doch kommen, das holt sich jetzt alles ein. Da waren wir aber ja schon wirklich... Da müssen wir mit Martin noch mal sprechen. Ja, ich sag ja, das, du hast ja gerade gesagt schon. Das ist halt das mit dem Gehirn. Ne? Can't do that. Nein, nur Spaß. Oder auch nicht. Oder doch? Was? Ja, ich weiß nicht. Also ich hab's schon gehört. Hier ist ja auch jetzt eine Scheibe. Ich bin immer noch dabei, Martin maximal zu verunsichern, weißt du? Versuch. Ja, wir sehen es ja eh nicht, das Ergebnis. Das ist eigentlich egal. Nein, du hast recht. Vielleicht auch nicht. Oder doch? Okay. So, komm, jetzt ab geht's hier.
So, also, das heißt, es ist für uns vieles hier noch, müssen wir ein bisschen holen. Hättest du denn was dagegen, wenn wir das Ausweichen auf B legen? Ja, wo liegt's nochmal jetzt? Ich auf A. Können wir machen. Weil das ist dann so Dark Souls-mäßig, ja. Weißt du? Mhm. Können wir machen, ja. Habe ich nämlich, glaube ich, privat auch so gemacht. Spurt auf... Oh. Nochmal. Spurt auf so und Wurf machen wir da... So. Das ist okay. Also hämmern mit X nach wie vor, Spezialwaffe Y. Spurt, ja, finde ich gut. Also ich glaube, ich finde es gut, weil das Spiel ja sehr... Das ist ja manchmal diese Kombination so in Run and Guns und so. Mhm. Mit, oben mit der Daumenspitze schießen, schlagen oder was auch immer. Mit dem Daumen Mitte springen. Und hier gibt es ja kein Springen, aber das Dashen hat natürlich so ein bisschen diese... Ob man da nicht zu viel umgreifen muss, weißt du? Weil du kannst ja nicht mehr so gut abrollen. Ja. Sondern du musst umgreifen. Und man ist ja schon sehr viel am Dashen, ne? Könntest du es natürlich auch auf die R-Tasten legen, das Ausweichen. Dann hast du immer... Probier's mal aus, ob du das Gefühl hast. Weil ich habe das schon Gefühl, man drückt sehr, sehr viel. Und die Kombination aus X und B ist natürlich so ergonomisch für Standarddaumen schon ein Umgriff, ne? Aber probier's mal aus. Guck mal, wir haben hier drei verschiedene Attacken. Also es werden wirklich drei unterschiedliche Attacken. Eine Welle in... Oh, mach doch mal, das klingt doch gut. Ich brauche eine Welle. Weil es so ein bisschen... Ah, es gibt so ein bisschen Ferne, das ist doch super. Hast du digital oder analog gespielt? Ich glaube, ich habe gerade analog gespielt. Composed of such innumerable, ever-shifting, interlocking chambers, the underworld of Lord Hades all but guarantees the dead. Also das Voice-Syncing ist schon... Ja, es ist super. Aber ich würde die total gerne mal so ein, wenn's, vielleicht gibt es ja auch so ein Making-of, also wo die alle Effekte aus, wo du nur nüchtern einfach nur die Sprecherinnen und Sprecher quasi einfach mal hörst, so, ne? Wie die nackt klingen. Diese Kammer kommt mir aber sehr bekannt vor. Top. Na gut, meine zweite Kammer ist top. Ah. Aphrodite ist Liebessaft oder den. Ja, und Wer ist das? Was ist hier der Saufmann, ne? Wie heißt der nochmal? Bacchus? Ja, wir gehen zum Wein. Ja, Gott des Weines. Vielleicht auch Rebus, der Gott der Rebe. Ja. Ja, da hat er gut. Also es ist schön, diese Fernattacke zu haben, aber die macht natürlich kaum Schaden. Ne? Aber ja, gut, und sie verleitet vor allen Dingen dazu, dann zu spät. Ja, genau. Exakt das, ne? Das ist nicht... Aber du bist auch schon in der dritten Kammer, ne? Also ja, aber ich habe auch schon wieder Energie verloren. So. Spezial bringt Gift mit sich. Okay, es macht. Du, geh doch mal, lass doch mal ein bisschen Wurf ausprobieren. Ja, komm her. Sprengkörper. Oder? Das kann ja ganz geil. Sprengkörper sind super. Aha. Und jetzt, wie kriegt man den dann wieder? Ach so. Einfach doppelt drücken, ne? Oder wie war das? Nee, du musst tatsächlich hingehen und den einsetzen. Ah ja, in die Nähe. So, okay. Ich hab's ja eben selber. Ich hab überhaupt nicht drauf geachtet, eben bei all dem wilden Buttongemäsche. Ja, und noch Gift. 100 Giftschaden waren das gerade. Kann man auch Kristalle vergiften? Etienne Gardet wird den Beweis antreten. Ja, das geht schon. Wahnsinn. Geht schon ganz gut runter hier so. Aber das ist wie bei Dead Cells. Man denkt, man dominiert den Level. Ja. Nächster Level ist wieder alles genullt so, ne? Das ist. Was ist eigentlich mit Dead Cells 2? Wieso? Ja. Wieso ich will endlich. Hollow Knight, tut mir leid, ich bin nicht der einzige Mensch. Ich glaube, ich bin einer von Millionen, die das wollen. Aber nach dieser unglaublichen Pleite mit Salt and Sacrifice, nach all der Zeit. Ja, aber die arbeiten ja jetzt schon so lange an Hollow Knight 2, das ist also schon ein bisschen merkwürdig für so ein verhältnismäßig unspektakuläres Spiel. Ja, wir nehmen den Job sehr, sehr ernst, hoffentlich. Aber das haben wir bei Salt and Sacrifice ja auch so gedacht. Super. Jetzt gibt es sogar noch einen geilen Nebel, das ist doch super. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich habe neulich wieder Hollow Knight reingeschmissen. Und wieder nicht. Ich werde nicht warm mit dieser Steuerung. Es ist einfach mit diesem, dass sobald du den Sprungtaste aufhörst, dass er direkt runterkommt
du Gegner schlägst, abprallst von denen, gepaart mit einem Level, wo du kaum erkennst, was böse ist und was nicht, sieht schön aus, aber plötzlich ein Gebüsch greift dich einfach an und es gibt keinen Indiz dafür, dass dieses Gebüsch feindlich vorher war. Lauter so kleine fiese Sachen. Dann dazu kommt das ständige Verlaufen, nicht wissen, wohin man muss. Es ist in der Summe, es fühlt sich einfach an wie fucking Arbeit. Es fuckt mich jedes Mal ab. Ich will's mögen, aber es klappt nicht. Es ist einfach eigenwillig, wirklich. Vielleicht müssen wir uns noch mal gemeinsam an. Aber ja, hab ich ja gesagt. Reiß, du sagst es ja auch. Dann könnte ich wenigstens mal das Pad, wenn es nervt, abgeben und gucken. Ja. Aber so ist es wirklich, ich verstehe es selber nicht, weil ich liebe Souls, ich liebe Metroidvanias. Es ist auf Papier müsste ich dieses Spiel lieben. Ja, müsstest du auch. Also natürlich ist es in so ein paar Sachen sehr altmodisch. Aber es ist auch natürlich super präzise und dieses Klassische, man gewöhnt sich dann an die Steuerung. Und dann merkst du halt, okay, das ist wieder auf Perfektion so ungefähr, weil die Bosskämpfe sind teilweise ja auch knüppelhart. Aber mag man ja auch, wenn du dafür eine Steuerung und alles bekommst, was das hält. Und auch dieses mit dem das Kartensammeln, manchmal ja, das hatte manchmal so eine. Das ist aber schon geil. Also mich hat es total erwischt damals. Das war, glaube ich, ja fast mein Spiel des Jahres. Vielleicht war es das sogar. Ich weiß es nicht. Es hat ja auch überall richtig krasse Bewertungen und alles gekriegt. Also es ist ja scheinbar bin ich ja hier der Komische. Ein bisschen ist es, glaube ich, auch eher so. Aber es ist nicht so, dass es das ist ja nicht völlig so. Kommt nicht von irgendwo. Ich erinnere mich ja auch damals noch, als so die erste Welle von Demon's Souls Begeisterung kam. So ja auch eher Team, das ist doch alles überhaupt. Deshalb weiß ich ja auch, deshalb gebe ich dem ja auch regelmäßig eine Chance, weil ich bei Demon's Souls hat es ja auch irgendwann geklappt. Ja. Händler. Oder? 177. Oh, was ist das? Ja, aber ich verstehe, das ist so unbefriedigend, ne? Wenn man manchmal denkt, warum gehöre ich denn hier zur nicht feiernden Minderheit? Liegt es an mir oder dann doch am Spiel? Ja, vor allem, wenn man weiß, das Spiel ist gut und bietet, also es ist jetzt nicht so ein Geschmacksspiel, wo du sagst, naja, weiß ich nicht, das ist einfach für bestimmte Leute. Was? Brauchst du keine 20 mehr, nicht den Imbiss kaufen, dann kannst du ja nichts mehr leisten dann. Ja, aber ich brauch doch Energie. Ja, aber also 28 von 50, ich würde lieber auf das oder auf das in der Mitte. Nur mal das in der Mitte, ja. Ja, aber das ist nämlich auch so. Willst einfach nur ins Pet. Artemis. Episch. Oder vielleicht echt Spurtangriff, weil Schaden im Spurtangriff, das sind, glaube ich, diese ganzen so ein bisschen Giftnebel, ein bisschen Spurtschaden, das ist so in der Summe dann doch, hast du dein Geld gut investiert und plötzlich liegen die Gegner tot da. Guck mal, wir können ihm was schenken. Sollen wir ihm was schenken? Ja. Ey, mit dem sollte man sich gut stellen. You're insisting, aren't you? So. Was haben wir gekriegt? Ein Bleierne Sanduhr? Bleierne Sanduhr, was auch immer das. Das ist irgendwie so ein Dauer-Item, ne? Was ja, dann, ich glaube, genau das ist es nämlich. So ein Andenken. Das wird bestimmt gut sein. Jetzt kommt hier Miniboss, glaube ich. Das sind die beiden Springboys, ne? Ja. Nee. Ach, das ist doch der Laserkristall, oder? Yes. Sehr gut. Machst es richtig gut, richtig gut, richtig gut. Auf den ersten Blick glaubt man es gar nicht, aber wenn man die Zahlen sich anschaut und einfach nur sieht, dass diese 29 Lebenspunkte sich nicht verändern, dann weiß man, die Leistung, die hier gerade gezeigt wird, ist schon im Grenzbereich des Machbaren. Hammer, 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 weg! Ist er. Super, gut gemacht. Oh, kein Treffer. Das war anstrengend. Ja, aber gut. Dein Angriff bringt Gift mit sich. Deine Spezialität bringt Gift mit sich. Bei 40% nimmst du weniger Schaden. Also ich glaube, für das mit dem Gift, du hast schon so viel Gift. Du hast Dash-Schaden, du hast diesen Wurf-Spezialgift und dann nochmal Gift. Also habe ich schon Gift? Ja, nee, ja genau, für die Spezialität meine ich. Nein, oder für du hast irgendwas mit Gift, diese Bombe, die du da geworfen hast. Okay, komm, ich höre auf dich. Das hörst du nicht oft? Verdammt, wir wissen nicht, was, aber ist gut, wenn du sagst. So. Oh, was ist das? Ah, das ist doch wieder Überleben so. Oder so. Here, das sind die, die wir eben freigeschaltet haben, ne? Nee. Diese Todeskammern? Nee, sind das nicht diese infernalischen Truhen jetzt? Also, jetzt musst du 45 Sekunden überleben, aber. Ach, da oben ist die Zeit. Mhm.
Denk an deine. Ja, da sehe ich doch das, das Gift fliegen. Oh! Das, oh, das war jetzt natürlich. Da kam noch mal ein kleiner. Ja, hier sind halt auch überall Fliegen. Ja, 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 hier kommen jetzt ein bisschen. 15 Sekunden noch. Zehn. Ja. Sehr schön, sehr schön. 160 Giftschaden. Und bam. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo eine Truhe oder nur die plus 10, die du gerade... Sag mal, das wohl... Das hier sieht auch irgendwie verdächtig aus, dieser Tisch. Das kann bestimmt auch noch irgendwas freischalten. Nein, sonst ist hier nichts. Nur Geld. Aber jetzt habe ich schon wieder... Ist schon wieder drin? 25. Ja, also nicht schlimm. Er ist vergiftet, wunderbar. Das ist dieses Kleinvieh, macht auch Mistkonzept, das liebe ich. Brauchen das ist sehr klein. Das Problem, dass man dieses Werfen kannst du halt nicht immer machen. Kannst natürlich, ja, wunderbar. Oh, sehr gut. Man checkt so langsam. Das mit dem Wurf ist nicht so schlecht, wenn das so ein Area-Dings auf Effekt. Was war das nochmal? Bomb Grenade? Ich weiß es nicht mehr. So. 20 von 50 Health hast du. Das ist wirklich ganz gut. Das ist nicht schlecht hier. Du kannst mich sehr, sehr gut in diesen ganzen Kombinationen ein bisschen auf Distanz halten. Also mal gucken, wie lange das funktioniert, aber. Du kannst theoretisch die Gefahren minimieren in die Nahkampfgefahr. Du hast noch 10. Ich will keinen Stress machen, aber ich mach's trotzdem sehr gerne. Bam. Okay, also. Oh ja, das. Welche Verstärkung? Ja, bist du mit dem jetzt ganz ja, gut? Ja, den finde ich geil, diese geil. Granate. Was ist das? Oh. Okay. War dumm, ne? Das ist jetzt die Prüfung. Das, ist die das war das, was wir gerade freigeschaltet haben. Gegner schnell töten. Was auch immer. Achso, das dann geht wie die Belohnung. Geil, ne? Aber, ey, dieser Wurf-Ding ist echt gut. Gerade gegen diese schwachen Mobs. Noch drei übrig. Eine noch. Hammer. Achten Sie. Wie soll man denn da 100 schaffen? Wie soll man denn da 100 schaffen? Also, das ist Quatsch. Ah, ja, schon schneller geht's doch gar nicht. Ist doch gut. Guck mal, 78 von 100 ist echt das Spiel. Das ist so eine Final Fight 3-Wertung für Super Nintendo. Wie viel haben wir denn? 306. Was echt? Wir können alles kaufen. Kannst alles kaufen. Hammer. Deine Spezialität bringt Verderbnis? Mit der Verderbnis habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das? So eine nachdem Schwächung? Du einen Gegner, ja. Das steht, glaube ich, da. Verderbnis, Statusfluch. Nach einem kurzen Augenblick erleidet das Opfer einen Explosionsschaden. Nachdem du deinen Gegner getötet hast, fügt dein nächster Angriff oder deine Spezialität mehr Schaden zu. Dein Angriff, deine Spezialität und dein Wurf werden alle 10% stärker. Ich glaube, ich nehme das da oben. Hm? Ich gehe voll auf Spezialität, so wie ihr es euch gewünscht habt. Jetzt kommt Boss. Da unten, ist noch was zum Angucken. Is the outermost perimeter of Tartarus, promising terrifying dangers far beyond the underworld prince's reckoning. And I can reckon quite a bit. Ja, das Ding ist wirklich gut. Ist dieser. Was hatten dieses. Diese Sterne? Ja, das ist, glaube ich, das Verderbnis? Ja, ich glaube, das ist dieser Explosionsstern, oder? Kann sein. Ich glaube, jetzt kommt Max. Oh, könnte jetzt Bosszeit sein. Ich habe nur 38, das wird wieder anstrengend. Ja, da ist sie. Das wird schwer. Aber die sind auch immer neu, die Dialoge, ne? Glaube ich. Ja, ja, ja. Ey, meinst du die? Oh, du hast. Die hat schon. Vierfach Giftschaden nimmt die gerade. Jetzt wieder zweifach. Also, die zieht dir auf jeden Fall ein bisschen was ab.
Und das sind genau die kleinen Millimeter, die am Ende des Tages die Entscheidung ausmachen. Weg, weg, weg! Weg, weg! Ja, es ist nicht so leicht! Ich gebe dir nur wertvolle Hinweise. So. Alles gut, alles gut. Es ist alles sehr, sehr, sehr gut. Und durchdringbar. Halbzeit, alles gut, alles gut. Einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen, aber auch den Giftlevel immer hochhalten. Also nicht zu entspannt, natürlich. Diese kleinen Boom. Es kommt wieder, genau, es kommt, das ist das Schlimmste. Da darf man nicht zu viel Attacke machen, wenn die diese 4er, 5er. Ja, genau, die macht. Weg. Ich hab fast nichts mehr. Weg, weg. Nein! Totgetrotzt. Totgetrotzt, nicht totgerotzt. Aber beides. Das noch nicht. So, jetzt musst du es natürlich machen. Jetzt musst du es können. Jetzt kommt es drauf an, oder was? Jetzt kommt es drauf an. Ganz wichtig, denk an die Kreise. Dann keine unnötigen Attacken. Dann einfach wegdashen. Und nicht das Menü zwischendurch aufrufen. Ja, genau. Genau das. Einfach mal weg. Lass das mal ins Leere laufen. Einfach schön. So. Oh, es kommt das. Jetzt musst du am besten richtig draufhauen. Die hat nicht mehr viel. Die hat nicht mehr viel. Die hat nicht mehr viel. Jetzt du oder sie. Wo ist sie denn? Wer hat gewonnen? Deswegen siehst du sie nicht mehr. Du. Oh. Sehr gut. Oh, das war aber knapp. Das war knapp, aber es war, ich sag mal, der rechtmäßige Sieger läuft jetzt hier gerade. Von den drei. Drei Health. Sechs, komm. Aber diese Granate ist wirklich sehr stark. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon zwei von denen werfen könnte, das wäre schon kann fast man das? Ein Game. Man kann mehr von denen kriegen. Ah, ja. Okay. Das wäre dann schon fast ein Game Changer. Guck mal jetzt, können wir 15. Ja. Kommt schon ein bisschen so aus. Ja, ah, ja. Es ist, it's not much. Sollen wir verkaufen? Was ist das? Nee, einkaufen. Einkaufen. Aber natürlich jetzt keine Kohle. Fallen fügen deinen Gegnern 500% zu. Sind das jetzt externe Fallen oder Fallen, die du selber? Also wenn du jetzt eine Falle aktivierst sozusagen, Stacheln oder so oder Laser, und das die? Ja, genau sowas, ja. Ja, kannst du überlegen, was zu verkaufen, aber... Ja, aber bringt ja nichts. Wenn überhaupt das, glaube ich, aber auch das ist vielleicht Quatsch. Aber was sollten wir für 150 dann kaufen? Mhm. Ja. Was ist nochmal Todesverachtung? Wir längst 50 das Minuten, ist das, sterben. Was ich wiederbelebt. Was bräuchten wir? Also das ist natürlich richtig gut, ne? Ja, aber dafür müsste ich zwei dafür Sachen. Müsstest du. Wie viel kostet die 150? 19 hast du. Oder was hast du? Nee, 200 kostet. Ah, okay, dann ist das natürlich. Ja, komm. Jetzt kriegst du erstmal wieder drei drauf, oder? Ja, guck mal. Na dann. Wie viele Welten gibt's, weißt du das? Ich glaube 5. Oh, also wäre ja schon mit der zweiten am Anfang jetzt relativ weit. Aber vielleicht gibt's auch mehr. Ich glaube 5 oder 6. Hast du eigentlich jetzt irgendeinen Schlüssel schon bekommen? Oh. Das wird schwer. Mhm. Aber vielleicht kannst du wirklich ja, möglichst aus dem Gefahrenbereich raus. Das sollte... Oh, du bist... Ja, ja. Mittendrin. Oh, diese Projektile, das ist halt auch einfach viel zu viel, was hier an rumkreucht. Und... Was? Oh, ich hasse dieses zweite Level. Das ist genau wie Hollow Knight. Da habe ich aufgehört zu spielen mit Hades. Weil das Level mich einfach so abfuckt. Das zweite Level war dann wahrscheinlich dieses Pilz-Dschungel-Level, ne? Oder so? Bei Hollow Knight? Da gibt's ja keine Level. Ja, oder die Welt. Oder meinst du nicht gerade, bei der zweiten Welt hättest du aufgehört? Oder nee, bei Hollow Knight habe ich halt auch irgendwann was so nervig, dass ich aufgehört habe. Und das ist jetzt hier auch schon wieder der Punkt erreicht. Aber wir haben ein bisschen was, um am Spiegel frei zu schalten. Oh, da steht jemand bei deinem Vater. Charon. Explain to me how exactly this is possible, Nix. Either your limitless power has considerably waned, or you are up to something. Hades erinnert mich vom Bild her ein bisschen an Kuro. Erinnert mich ein bisschen an Kuro. Der Hades.
So ein ganz bisschen. Also nicht vom Sprechen, auch nicht von der übermännlichen Muskulosität. Ja, aber von der Gesicht, Göttlichkeit. Ja, aber so vom Gesicht, so ein ganz bisschen, oder? Do not question my power. Your son was. Soll ich mal gucken, ob ich was zu trinken für uns? Sehr gerne, das wäre toll. Du kennst ja die ganze Geschichte schon, ne? Oder beziehungsweise wir auch schon. Their influence is very gut, die Olympia haben uns sich also. Lord of Darkness, do not speak to me about their influence. I've seen their influence firsthand. You've made a. You would speak to me of foolish mistakes. You cannot change the course that has been set. Try all you like. Nix. Erstmal streichen. There's a good boy. Es wird noch ganz wichtig. Also, das. Infernal Watchdog Cerberus regards the underworld prince with mixed emotions, from purest joy to deepest melancholy. You watch over things for me, won't you, boy? You know I'd take you if I could. Einmal noch. Not everybody knows exactly how to give you pets and live to tell of it, right, boy? Ah, genug gestreichelt. Jetzt muss aber, muss Papa auch mal wieder arbeiten gehen hier. Ich bin noch nicht sicher, ob diese. How goes it, Shanes? Ob dieses Dashen. Einmal gucken. Not going to work here. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. What, wait, you're giving me your codex? I can't accept something like this. Please, I insist. I want your love of history to grow, not just your love of warfare. Besides, maybe you can finish out the rest of it. So, so. Haben wir alles schon mal gehört? Alles schon mal bekommen? Aber. Ein Gespräch. Okay, alles klar. Also da kann man es dann nachlesen. So, was haben wir denn jetzt hier? The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the underworld's king, is home not just to him, but to his willful progeny. You know I can hear you, old man. So, Hypnos hat sich selber eingeschläfert. Die Kneipe ist noch nicht offen, aber hier sitzt ja noch unser Zwischenboss. What are your sisters up to these days, Meg? I've not seen them around. Ich bin eine Rhabarberschorle begeistert. Ja, ist okay. Bist du auf mute, Mädel? So, kann ich dich für eine Rhabarberschorle? Ja. Ich habe nichts anderes gefunden. Nein, ist okay, ist okay. Es ist nicht so mein Leib- und Magengetränk. Ich muss mal hier. Ich glaube, man muss es so ein bisschen. Ja, versuch mal, ob du das. Oh, das könnte. Straffrei öffnen kannst damit. Sehr gut. Ist das? Was ist das von dir? Ja. Was ist das? Das ist ein Hochzeitsgeschenk meiner Frau, aber machst du durch den Deckel? Nein, das ist Quatsch. Das ist ein Haarpflegeprodukt. Ach so, dann, klar, ich mach. Sorry. Ich mache mir selbstverständlich meine Flasche selbst auf. Hast du das gerade in den Haaren? Nee. Das ist nämlich leer fast. Prost. Ja. Na ja. Kann man sich auf den Zahn legen, ne? So. We stretched a little thin, as you can see. Kind of war up there, meant lots of business here. I'm left to hold the line and deal with you. Meinst du, wenn, dass man gegen die Schwestern auch noch antritt? Ist das ja der zweite Boss? Nee, manchmal ist auch die Schwester tatsächlich der erste Boss. Aha. Ich habe noch nicht verstanden, nach was für einer Logik das passiert, aber manchmal hat Mac keinen Bock. Ein bisschen nicht so schön ist, dass wir immer noch nicht genug Schlüssel haben, um was freizuschalten, respektive. Warte, was warst du? Was? Ja, ach, nee, wir haben 90 Tropfen, du hast recht, du hast ja vollkommen recht. Schau mal, was ist das? Okay, was ist das? Ja, diese Hinterrücksachen sind ja eigentlich nicht so meins. Aber
Was ist denn stärkerer Reflex? Da können wir das nicht... Ding ist aber, dass du halt das aus Versehen schon manchmal machst hinterrücks, ne? Weil du so durchs Level gehst. Also gehe ich mal von aus. Weil... Aber plus eins zusätzlichen Spurt? Ist das nicht super gut? Ja? Du fügst bei Angriff und Spezialität Bonusschaden zu. Nee, aber... Da, hier, siehst du? Plus eins. Hast du dann zwei von den mal das. Einmal, aber ich habe auch Lust auf den stärkeren Reflex. Also, weil das ist doch mega gut. Gut. Das heißt, ich kann jetzt zweimal... Alright. Zwei Sachen werfen. Klong, klong. Ja, warte mal, du hast da unten noch so ein Blut so von einem, vom Boss, eine Bossseele quasi. The Bed Chamber. Das haben wir ja schon mal gelesen. Eine Bossseele. Hier, eine Bossseele. Ja, aber wo kann ich die denn loswerden? Damit kannst du, glaube ich, eine Waffe freischalten oder so. Ich dachte, dafür bräuchte man auch Schlüssel. Nee, du kannst bei den Waffen... Ich kaufe die jetzt aber mal. Oh. Mal kurz hier. Du kannst bei den Waffen, die kannst du später auch noch verschiedene Waffenpfade freischalten. There we go. Koranakt, the Heartseeker. Let's deal some death. Dann gehen wir noch mal auf den... Ah, das ist ja nämlich auch tatsächlich da. Gehen wir auf den... Auf den haben wir alles schon, ja. Das ist so cool. Ich bin kurz hier. Das haben wir alles schon gesehen. Wo soll ich drauf gehen? Auf den hier? Ja. Got something new to try. So, das kannst du schon mal equipen. Das ist das Einzige, was wir haben. Should help. Okay. Gut. Geh noch mal aufs Schwert jetzt kurz. Mal gucken, ob das schon freigeschaltet ist. Ah, ne, okay. Nee, noch. Kann ich nichts machen. Den möchte ich haben. Ja, komm. Aber ist egal. Ich versuche mal den Pfeil und Bogen einfach noch mal. Ah, das ist doch schön. Warte mal. Irgendwas. Naja. Irgendwas kann man doch mit der Bossseele noch machen. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Gut, 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 gut. Ja, aber ich glaube, ach komm, wir gehen jetzt. Ich habe jetzt keine Lust hier noch. Ich sterbe doch eh gleich wieder. Ich glaube, mit dem Bogen hatte ich auch noch gar nicht. Oder hatte ich schon mal? Ja, da hattest du mit experimentiert. Wenn du den am entferntesten Punkt abfeuerst, macht er mehr Schaden. Das war dieses Wumpsch. Ja, Wumpsch. Poseidon. Haben wir ja auch schon getroffen, ne? Ich erinnere mich zu. Also. Oh, das ist wieder so eine Grundsatzfrage, aber ich glaube, die Sturm. Nee, aber der Bogen. Der normale Angriff, einfach plus 41, das ist nicht so scheiße. Also, du kannst zweimal werfen halt, ne? Wo steht das? Stand das da? Nee, du kannst. Wir haben ja gelevelt. Spurten meinst du? Ich hab Spurten. Nein, du kannst doch zwei von denen. Oh. Hä, wann haben wir das denn gelevelt? Das haben wir am Spiegel gerade gemacht. Was? Meine Fresse. Okay. Ja, dann. Aber Angriffsschaden plus 41% ist natürlich auch so. Aber für den Bogen. Aber andererseits habe ich auch tatsächlich mal Bock hier mit ein bisschen zu arbeiten. Ja, mach doch. Komm, probier mal. Du hast eben so große Erfolge damit gefeiert. Ja, oder zumindest geschwärmt. Geil. Nun lässt sich, dass man es selber wieder einsammeln muss, ne? Each time the prince delves back into the underworld. Haben wir doch alles schon mal gehört. Built to ensure no one gets out. We'll see about that. Ich werfe jetzt nur noch das Zeug. Also, Dashen hast du umgelegt. Da hast du schon zwei in den reingeballert. Ah, Dashen. Mine. Okay, ich muss mich tatsächlich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Ich habe nach der kurzen Spielzeit schon das mit dem Dashen. Also ich bin nicht drauf festgelegt, wenn du gar nicht klar. Nee, ist gut. Ich ist ja okay. Ich kann mich ja mal ein bisschen. Macht ja auch ein bisschen Spaß noch. Farewell. Also es sieht schon sehr gut aus. Kein einziges Mal getroffen worden. Ja, aber es fühlt sich noch so ein bisschen an, als ob es auch ein bisschen mit Glück zu tun hat. Das würde ich ehrlich antworten. Sonst sage ich natürlich, ja klar.
Das ist schon gut. Das ist für den Anfang. Ja, das kann vor allem, wenn man das ausbaut, kann das noch eine richtige. Mhm. Glaube ich, eine gute Mischung auch, weil du eh auf Distanz bist. Mhm. Das sieht sehr entspannt aus. Ja, das war nicht gut. Das war richtig dumm. Ich habe auch festgestellt, man muss halt manchmal wirklich dann. Also schnell, schnell, hart oder so. Mhm. Ne? Also, dass du so möglichst viel da rein. Ballast. Geld oder Leben? Leben, ne? Das ist, glaube ich, nicht Leben. Oder, nee, kriegt man da. Aber dann. Das ist die Belohnung, die du bekommst, oder? Ich raff's. Ich raff's gerade auch noch nicht ganz. Wir werden es rausfinden. Achso, die steckt drin, alles klar. Aber jetzt brauche ich. Jetzt musst du dich killen, damit du sie wieder kriegst. Und jetzt brauche ich. Oh, lecker. Oh, ja, ich hämmer, ja, ich hämmer auf den falschen Button. Das war jetzt richtig scheiße. Ja, das war richtig dumm. Mann. Aber ich sag dir auch, woran es liegt. Es liegt nämlich daran, dass ich einfach. Das ist ja wirklich jetzt albern. Ja, weil ich nicht den Dash-Button. Hätte ich es doch umgelegt. Ich ärgere mich jetzt richtig. Oh, das ist total dumm. Ich hab einfach den. Ich bin. Nee, es geht nicht. Ich kann so nicht. Ich glaube nicht, dass es gut ist, den umzulegen. Es war überhaupt nicht gut. Gut, ich kann es natürlich auch versuchen, mich jetzt mal ganz bewusst. Man muss doch sehr viel um. Ich bin wirklich selten so enttäuscht von dir und ich habe ja ich auch schon häufig von dir enttäuscht, aber ich bin auch enttäuscht von mir, aber ich kann dir nur sagen, dann baust doch jetzt um jetzt B auf B, nee, ja, aber dann machst du doch jetzt wieder zurück. Was mach ich zurück? Ja, den Taste. Ja, hast recht, aber ich bin doch zwischen, ich will mich dran gewöhnen. Ach ja, Göttermode ist übrigens ganz gut, wenn man mehr Spaß haben will mit dem Spiel. Das war, das hast du, glaube ich, ja, ich erinnere mich, den Spiel habe ich privat aktiviert, das ja ist nicht ganz so frustig dann. Ich probiere das jetzt nochmal. Ja, mach mal. Weil irgendwie, ich weiß gar nicht. Naja, mal gucken. Aber ich darf jetzt nicht vergessen, B zu hämmern, weil B natürlich mega gut war. In welchem dahin liegen sie. Ja, also man muss auf jeden Fall deutlich so, wie sagt man, besonnener mit dem Bogen umgehen, weil du natürlich nicht so richtig Button-Mashing machen kannst. Aber okay. Willst du deine Wurfdinger nicht mitnehmen? Krieg ich die nicht automatisch zurück? Bestimmt, also, die bleiben doch eh nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Müsste eigentlich, weil sonst wären die ja für immer verloren. Mhm. Aber es ist gut, sich mal so ein bisschen. Es ist schon geil, dass sich auch alles irgendwie anders spielt. Ja, total. Spielt sich total anders. Da liegen wieder zwei. Denk dran, du hast noch Double Dash, ne? Du kannst zweimal zack, zack. Ja, stimmt. Ah, dumm. Ich weiß gar nicht, gibt es so iFrames-mäßig wie in Dark Souls, sodass man, wenn man in der Explosion steht, aber das trotzdem. Ist eine sehr gute Frage. Richtigen Zeitpunkt dasht, dass es dann einen nicht erwischt? Oder nicht? Aber hier ist tatsächlich der Double Dash, ist eine gute Sache. Ich check noch nicht ganz, wann ich den zurückbekomme. Nach einer gewissen Zeit, ne? Also entweder, wenn die sterben. Ja. Der steckt, glaube ich, in denen drinne und irgendwann ist er wieder frei. Eine gewisse Anzahl an Damage machst oder so. Okay.
Sturmattacke, Angriff, mehr Schaden, okay, stößt Gegner weg. Ja, aber Gaben, was waren die Gaben jetzt nochmal? Das, was ich noch nicht habe? Naja, das bringt nichts. Nimm's erste. Schade, ich hatte eigentlich. Du wolltest den Wurf verbessern, ne? Ja, der Wurf ist geil. Oder vielleicht auch den Dash. Wenn der Dash jetzt noch so eine Schadensfähigkeit bekommt, dieses Doppeldashen. Oh, man muss echt das. Es fühlt sich ganz anders an mit der Waffe jetzt, aber es ist geil. Die hasse ich ja, die Typen, ey, weil die dann. Ja, weil der, so wie der jetzt gerade aus dem. Ja, genau, der kommt, es kommt ja dann doch relativ schnell, dass und die dann weit. Dann, ja. Ach, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja. Stark. Ja, aber nicht. Da ist noch alles drin, ist noch alles drin. She is your mother, as I understand. We Olympians rarely consort with the Chthonic gods. Though Nyx herself reached out to me about your plight, and I was spurred to act. Eine Spezialität ist kraftvoller und kann ablenken. Das war dieser Streuschuss, der war nicht so schlecht. Feindliche Angriffe können dir weniger anhaben, ist auch immer gut, aber 5%, ich glaube, es wird mich nicht vom Tode bewahren. Aber ich will sie ja eigentlich nicht, ich will ja nicht getroffen werden. Ich glaube, ich würde das mal probieren. Ja, ich finde das gut, weil du hast diesen Spreuschuss. Ja. Und wenn alle diese Dinger dann Projektile zurückschleudern, gar nicht so schlecht. Ich habe leider wirklich sehr, sehr wenig Lebensenergie. Bisschen ärgerlich. Pass auf. Ja gut, die werfen keine Projektile. Ach, Mann! Ja, das war richtig. Eine Millisekunde zu schnell. Da hättest du dann auf die andere Attacke wechseln müssen. Ist ja tatsächlich so, dass hier die zweite Attacke fast schneller ist als die erste, im Gegensatz zu den anderen. Wo die zweite Attacke eigentlich eher die langsamere ist. Das ist hier eher die schnellere. Aber die schlägt jetzt so. Ah! Okay, wenn man es gut timet, werden die zumindest zurückgeschlagen. Ne? Stark. Und die zwei Dinger liegen doch da. Ah, die Dinger kannst du zurückschleudern, die Bälle. Na! Na, Lego-Bier! Ja, genau. Okay, das ist ganz praktisch. Ey, aber ich sag mal so, ich würde behaupten, ich habe ein relativ anspruchsvoll zu nutzendes Set gerade. Aber es ist auch geil. Wieder nicht. Der Shop oder willst du Schlüssel? Ich glaube Shop, weil ohne Lebenskraft. Ich muss. Da kriegen wir die Lanze halt nie, aber musst du wissen. Ja, doch, ich hole jetzt durch. Ich gehe jetzt durch die Lava wie. Ach, keine Ahnung. Soll ich einen Fußballwitz machen? Och, guck doch nicht mehr an. Kannst du den kleinen und den großen. Das ist doch ärgerlich. Was? Wollte ich nicht. Ach komm, ich stehe doch. Wo stehe ich denn da, Ede? Bitte. Offering an exchange. Was nehme ich? Das? Oder? Also nochmal, du erlangst anstatt. Wenn du stirbst und wiederbelebt wirst, kriegst du für diesen Kampf 15% mehr Damage. Das ist natürlich ein sehr spezielles. Das kannst du einmal einsetzen, ja, dann ist es weg. Aber ich krieg auch, vor allem kriege ich 50% zurück, anstatt zu sterben. Das kriegst du ja eh. Wenn ich sterbe. Das hast du ja schon, Todesverachtung. Woran siehst du, dass ich das schon habe? Weil Todesverachtung freigeschaltet ist am Spiegel. Aber warum wird das denn bei diesem Ding nochmal angezeigt? Nach dem Einsatz von Todesverachtung, dann wird erklärt, was ist Todesverachtung. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ah, alles klar. Das ist okay, alles klar. So ist es, Spezialität hast du schon, sagst du, ne? Ich würde das nehmen. Das gibt deiner Spezialität, die jetzt alle Projektile wegwirft, die du eh die ganze Zeit benutzt, obwohl es sinnlos ist, auch noch Verderbnis. Ich gebe dir gleich Verderbnis. So, jetzt fehlen 3 Gold für Energie. Es ist schäbig, schäbig. Aber da kriegst du Thors Hammer gleich. Da gibt's gleich richtig. Ist gar nicht Thors Hammer. Ist der andere Hammer.
Mit dem musst du dich wirklich gut stellen. Ah, das tut weh, diese drei. Das ist immer eine gute Belohnung hier, das Ding. Ja? Das gibt immer irgendwie eine Modifikation für... Ja, stark. Richtig gut. Ja. Ah, ich hab ja keine... Das war nicht. Das war jetzt wieder schuld. Nee, ich hab, ich dachte, ich hätte noch hier so einen schönen Kristall in der Tasche. Habe ich aber nicht. So, jetzt aber wieder. Da links ist noch einer, ne? Ah, geh ruhig rechts. Hey, wo ist er? Naja, da, wo ich gesagt habe, geh links und du rechts gegangen bist. Ah, da oben meinst du? Das hier ist gut, gut eingesetzt. Da könnte man ja dann den Pfeil benutzen. Also das Gute, dass der über Distanz geht. Ah, ja. Ich get this bow back into tip-top shape. Naja, plus drei aber auch nur. Durchbohrt Gegner und für Trostung. Das ist gut. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Nee, das ist gut. Das ist super. Die Spezialität ist jetzt schon so dein Main-Ding. Mhm. Ja, wenn die so ein bisschen, die waren ja gerade alle gepanzert sozusagen, aber wenn das jetzt durchbohrt. Und das, gegen, das gut gegen gelbe Energie leisten, kannst du immer die schönen damit runterballern, die Schilde. Hier zum Beispiel direkt. Ja, guck, wie der Schild runtergeht da. Stark. Staggert sich auch noch wunderbar. Super gut. Ja, guck. Muss erst der Schild weg, damit es dich staggert. Ja, schön nah ran mit dem Bogen. Aber die werden ich unterbreche deren... Nur die, die kein Schild haben. Ja. Und bei den anderen hau ich nur runter, genau. Okay, das ist ganz gut. Man darf nicht zu hektisch werden, wenn es keinen Grund gibt. Auch generell eine gute ja. Weisheit, oder? Ja. Ich auch. Delicious. Ja. Ich habe jetzt so... Oh. Nein, den Angriff lassen wir mal. Das ist aber nicht schlecht. Aber... Das ist aber auch geil, oder? Das, weil ich habe... Das mache ich. Ich habe jetzt Bock auf Wurf. Der Wurf ist geil. Der Wurf ist geil. So, jetzt bitte genug Kohle für einen kleinen Snack. Kleine Heilung. Oh, was ist denn das für ein Sack? Richtig geil. Wir werden es nie erfahren. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist oh, das wäre oh, das schade. Ultimative. Das hätte ich aber gerne gewusst. Don't spend it all in one place, mate. Das hätte ich ja wirklich gern. Oh, jetzt kommt die Schwester. Oh, wo siehst du das? Weil es wieder eine Boss-Seele gibt, glaube ich. Oh, meine Vermutung. Scheiße. Ja, die ist genauso. Nee. Komplett Quatsch, was ich gesagt habe, siehst du? Ich sag jetzt mal nix. Lass dich einfach machen. I'm sure he'd welcome all this feedback from you, Meg. Or maybe you're just pining for my father's job. I have no envy for the father's position. Besides, pass mal, ich schmeiß jetzt erstmal die. Es wird nichts. Wenn er natürlich dann entfallen, läuft er erst recht nicht. Ah, Double Dash, man. Vergisst immer wieder, dass man einen geilen Scheiß hat. Gut. Da liegt ein Wurf ganz links. Ja.
Gut, Colin. Mach so wenig. Fuck. Okay, okay. Tot war es. Macht leider unglaublich wenig Schaden, ne? Ja, du schießt ja auch nicht so viel auf sie, also. Ja. Das da darf man nicht. Hast du einen Wurf? War der Wurf? Ja, du hast noch einen. Ach so. Ach, das ist mal so blöd, wenn man das zu spät sieht aus dem Augenwinkel. Du kannst eigentlich nie stehen bleiben in diesem Spiel. Nee. Scheiße. Also. Ja. Schwer mit dem Bogen. Schwer mit dem Bogen, fand ich jetzt zumindest. Vielleicht. Ich weiß nicht. Lanzaros wäre geiler. Wir haben wieder nur drei fucking. Oh, die Zeit ist um. Oh, die Zeit ist um. Ich dran. Das Spiel durchspielen wollte. Ich würde sagen, weißt du, wir sind mal spontan. Wir zeigen direkt noch eine Folge auf und ihr könnt ihn in ein paar Tagen sehen. Ja, finde ich gut. Hammer, oder? Lass uns das so machen. Das ist noch ein Deal. Bleib ich einfach hier sitzen? Bleib ich einfach sitzen, ich auch. Geil. Und wir haben alle was davon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.